Ab jetzt zählt die Zeit. 40 Minuten. Ich sehe hier aber keine, doch, ich sehe was. Also Sie sehen schon, ich bin kein Technik-Freak und die nächste Skizze hat schon verraten, also ich bin noch einer, der mit den Händen arbeitet. Respekt, eine szenografische Verführung. Szenografie bewirkt Transmission, bespielt Schnittstellen und stellt Verbindungen her zwischen Menschen, Räumen und Objekten. Die Kunst der Szenografie ist die dramaturgische Gestaltung der Zwischenräume. Die Choreografie von Räumen, das Kontextualisieren von Exponaten, die Aufnahme des Dialogs von Rezipient und Objekt. Also es geht darum, dass man möglichst den Orchestergraben zwischen den auszustellenden Dingen und den Rezipienten, also den Besucher oder Zuschauer, überwindet. Dramaturgie und Choreografie des Raumes erzeugen Rhythmen und Dynamik und konditionieren das Lesen oder Erfahren der Räume und seiner Bedeutung, wie man hier sieht. Das ist der Epilog im Deutschen Uhrenmuseum in Glashütte. Erst die Kontextualisierung, das Bespielen des Dazwischen lässt das Erleben zur Erfahrung werden. Liebe.com im Kommunikationsmuseum in Frankfurt vor annähernd 10 Jahren realisiert, beschäftigt sich mit Botschaften. Die können eine Art inhaltlichen Mörtel zu einem Ganzen sein, der, wenn Sie so wollen, der Palimpsest, der Subtext animiert das Herauslesen und provoziert zum Hineindenken. Und Sie werden es geahnt haben, es ist einfach das Rot-Grün-Prinzip. Deswegen haben die Besucher hier vorne auch diese rosaroten Brillen auf und nur dadurch können Sie praktisch die Botschaften entziffern, die zwischen einem kompletten Liebesroman, der praktisch die Wandabwicklung in der Ausstellung bedeutet, hat lesen können. Nicht ganz zufällig wird das Aufspüren durch die rosarote Brille zum choreografischen Vergnügen. Respekt der Gestalter und Kuratoren untereinander bedeutet eine frühe und kollegiale Zusammenarbeit im Sinne des besten erreichbaren gemeinsamen Nenners. Also eines Ergebnisses. Und was Sie hier sehen, das ist kein Fake. Also rechts, das habe ich bei Studenten in Graz gefunden, Faktor Curator. Wann immer ich das zeige bei Museumsleuten, kriegen die so einen kleinen Gürtelrosenanfall. Aber um es zu balancieren, ein weiterhin gefundenes Schild, bei uns übrigens in der Werkstatt, Kill the Designer. Also da war irgendeiner ganz schlecht drauf. Und zwischendrin, wie Sie sehen, eine Partitur von einer Inszenierung, die ich noch zeigen werde, im Original 1,20 Meter hoch und 6 Meter lang. Also das ist ein ganz komplexes Ding, ich komme noch drauf zurück. Szenografen sind Autorengestalter, meiner Meinung nach. Dementsprechend sind sie aufgefordert, die Auswahl der entsprechenden gestalterischen Mittel selbst zu treffen, um die von ihnen intendierte Wirkung zu erzeugen. Bei allem, was wir tun, sind die Einflüsse aus Bühne und Bühnenbild, aus der Oper erkennbar. Also ich verwende ganz viele Opernstrukturen, wer kennt das? Die Münchner unter Ihnen, es hat mindestens 10 Jahre im Gärtnerplatztheater gespielt, die Zauberflöte. Also Dramaturgie, Raumchoreografien und szenische Abfolgen bilden das Grundgerüst vieler unserer Gestaltungen, meiner Gestaltungsphilosophie. Szenografie lädt den Raum mit Bedeutung auf, wie auf der Brechtschen Bühne, der ungefähr sinngemäß zitiert gesagt haben soll, gib mir eine Tür, ein Fenster und einen Stuhl, der Schauspieler erlegt den Rest. Auf der Bühne sind es die Schauspieler, in den Museen, in den Ausstellungen, in Inszenierungen sind es die Dinge oder die Besucher. Hier eine Ausstellung 200 Jahre italienische Oper in Brüssel. Es geht also um Respekt des Gestalters im Umgang mit dem historischen Raum, wie man hier sieht. Das ist die sogenannte Schüssel im BMW-Museum und seiner narrativen Qualitäten. Es geht um den Mut, den Raum als Bühne, als narratives Environment zu bespielen. Hier das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt. Respekt des Gestalters vor dem Objekt. Jeder kennt Alien. Das ist eines der Originalkostüme, die von einem Stuntman getragen worden sind bei den Filmaufnahmen. Und dieses bedeutet, das Objekt zum Sprechen zu bringen und seine Aura zum Strahlen zu veranlassen.
Hier besteht kein Widerspruch zwischen einer auratischen zur Schaustellung, wie wir es kennen, klassisch aus dem Museum, und einer subtilen emotionalen Inszenierung. Respekt gegenüber dem Rezipienten, also einem Besucher, bedeutet auch, ihm auf Augenhöhe zu begegnen, ihn und seine Bedürfnisse ernst zu nehmen und sowohl intellektuell anzusprechen als auch emotional zu begeistern. Das von uns entwickelte Information-on-Demand-System, Neudeutsch also oder Altdeutsch einfach Information auf Anforderung, überlässt es dem Betrachter, das Artefakt als auratisches Objekt zu genießen, wie man hier auf der rechten Seite sieht, Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln hat gerade den Europäischen Museumspreis des European Council gewonnen, und selbst zu entscheiden, wann, wo und wie viel Information er oder sie aufrufen möchte. Respekt heißt aber auch ein Geben und Nehmen zwischen Auftraggeber und Gestalter, bedeutet transparente und faire Wettbewerbsverfahren zu garantieren. Nicht der Netzwerkmächtigste, sondern der Beste oder das beste Konzept sollte gewinnen. Politische Interessenskonflikte und Pseudo-Auswahlverfahren mit vorprogrammierten Siegern provozieren Mittelmaß oder fatale Kompromisse. Respekt vor dem Inhalt der Botschaft, hier eine Installation Grenzen erleben auf der Expo 02 in der Schweiz. Und den Mut zum Perspektivenwechsel zur zeitgemäßen Interpretation des Gestern, der Diskussion um das Heute und dem Wagnis einer Prognose. Hier Polaris, ein Polar Science Center, das wir gerade für Cape Town, Südafrika planen, um damit auf unsicheres Eis zu gehen, also diese Eisplatten werden echt sein, sind aber natürlich interaktiv getrackt, um sich auf unsicheres Eis zu wagen, um dort anzukommen, wo vielleicht noch niemand war. Und wir gucken ganz kurz mal rein in diesen Film. Es geht also um ein überraschendes, nachhaltiges Erlebnis. Es geht darum, Zusammenhänge, die wir vermeintlich kennen, oder Klischees, mit denen wir ganz gut zurechtkommen, aufzubrechen und in neue Dimensionen zu erheben. Wie Sie sehen, haben wir den Eisblock als Metapher dafür genommen für dieses Gebäude. Es ist auch geplant, dass das ein Zero-Emission-Gebäude ist. Also sämtliche Energie wird aus Wind, Sonne und vor allen Dingen aus dem Wasser gezogen. Also das Polaris soll sich dann mitten im Hafen von Cape Town direkt unter dem Tafelberg befinden. Und Sie sehen, es gibt eine ansprechende Route, fast einen Kilometer kann man durch das Gebäude dann gehen und in verschiedenen thematischen Inszenierungen dann das Wohl und das Weh der beiden Pole in Erfahrung bringen, und man kann sogar den Nord- und den Südpol begehen, wie Sie sehen. Es gibt einen großen Globus, der begehbar ist, interaktiv begehbar ist, der in Realzeit die Wetter- und Klimabedingungen darstellen kann, also Wetter in Realzeit und die Klimabedingungen natürlich im Rückblick und auch im Vorausblick. Okay, wir müssen leider weiter. Manchmal verlangt ein Projekt eher ein anderes kompositorisches Schema, weniger kompliziert, reduziert, selbstreflektierend, also eine Art Partitur, eine Dramaturgie mit dramaturgischen Spannungsbogen, wie hier die Toccata Adagio Fuge in C-Dur von Bach, Bach-Museum in Eisenach. Das ist das sogenannte begehbare Musikstück. Dort sind Musikstücke eingespielt worden auf einer 210-Grad Leinwand, die auf den Originalinstrumenten eingespielt worden sind, die sehr wahrscheinlich Bach noch selbst gespielt hatten. Das sind sehr beeindruckende Szenen, die man dann erleben kann. Und die Beispiele, die Sie jetzt hier eben sehen, die sind tatsächlich nach dem fugischen Prinzip arrangiert. Also das Drehbuch folgt einer Fuge, sodass die entsprechenden Einstellungen von den Firma Mark Tamschik aus Berlin den Schnitt automatisch nach der Fugenstruktur erfolgen ließ. Also die Koreaner, die verpassen dann immer den Zug, weil sie dann das sich dreimal angucken in dem Musikstück. Deswegen gibt es eine große Wendeplatte dort, damit der Bus auch zwei, dreimal vorfahren
kann. Zum Nullrisiko gibt es keine innovative Gestaltung, keinen Aufbruch in neue Dimensionen. No risk, no fun, no fun, no success. Also man könnte es auch kurz sagen, no risk, no success. Was Sie hier sehen, das war der Pavillon der State Grid Company, das ist die nationale Stromversorgungsfirma von China, also ein Multi, über 1 Million Mitarbeiter, und die haben sich hier auf der Expo ein Pavillon geleistet, wie das manche Firmen tun, um auch ihr Tun und Wirken entsprechend darzustellen. Wir haben einen 15 mal 15 Meter Kubus bespielt, der verspiegelt war, außen wie innen, und innen mit 16 Millionen RGB-Pixeln bespielt war. Also wenn Sie so wollen, bin ich zu meinen Vorrednern der Antichrist, was der Verbrauch von Energie angeht. Ja, allerdings muss ich sagen, da steckt auch eine Menge Ironie drin, die wir verpacken konnten, also wenn Sie dort gewesen wären. Es ist nicht nur ein beeindruckendes Schauspiel gewesen und es ist nicht nur ein Versuch für uns gewesen, ein Laborversuch, tatsächlich die Grenzen, die Wahrnehmungsgrenzen von Raum aufzuheben. Also der physische Raum wird obsolet und anstelle des physischen tritt der imaginierte Raum, das funktioniert tatsächlich. Also alle 6 Seiten des Würfels sind bespielt. Die Besucherinnen und Besucher stehen auf einem Glassteg, der 3,5 Meter über der unteren Screen schwebt. Und die Geschichte, die dahinter steckt, ist Energieversorgung und Energietransport über annähernd 5000 Kilometer aus dem chinesischen Westen, also aus den Bergen, wo der meiste der Strom erzeugt wird, eben an die Verbraucher Zonen, nämlich an die Ostküste, dort wo die Megastädte sind. Und sehen Sie, es sind Aufnahmen, dort Live-Aufnahmen, ca. 300 Leute konnten immer gleichzeitig rein, und das sind ein paar so Impressionen, wo man dann zeigen kann, wie man tatsächlich hier Illusionen aufbaut, die eigentlich narrativen Ursprung sind. Also da ist kein Rüttelkino, da wird kein Wind eingeblasen oder kein Regen tropft von der Decke. Es ist alles über die Erzählstruktur im Film getan. Leider sofort weiter. Ich werde oft gefragt, wie denn derartig komplexe Inhalte oder Projekte überhaupt zu handhaben sind. Es geht natürlich nur mit einem hochmotivierten Team, mit meist gut gelaunten Partnern, das sind in der Mitte meine Frau, die besonders gut drauf ist meistens, Gott sei Dank. Sie macht aber auch immer den Schlamassel weg, also sie ist unsere Geschäftsführerin, macht Verträge und Kalkulationen, und wir anderen dürfen ein bisschen in der Gegend herumspielen und Dinge entwickeln. Eine bestimmte Größe ist hilfreich bei Projekten wie State Grid, das ist die Entwicklung des ATE-Bürgners. Also wir haben zu zweit angefangen, sind im Augenblick zwischen 70 und 80. Und ein multidisziplinäres Gestaltungsteam. Im Augenblick haben wir 11 verschiedene Berufe, und wir haben 14 verschiedene Nationen oder Ethnien, die permanent für uns arbeiten. Sie können also ungefähr nochmal 50% Freelancer draufrechnen. Nicht zuletzt hilft eine Gestaltungsphilosophie, für die man vielleicht anfangs belächelt wird, so wie ich vor über 10 Jahren, dann attackiert, weil Pfründe verteidigt werden müssen und schließlich kopiert wird. Aber am besten beantwortet man das vielleicht durch die Projektarbeit selbst. Denn um mit Jürgen Rose, meinem Bühnenbildlehrer, hier von den Kammerspielen zu sprechen, wenn der Vorhang aufgeht, zählt nur das Ergebnis. Respecting Space, also auch den Raum an sich zu respektieren, das ist etwas, was ich hier kurz zeigen möchte. Ich denke, wer war schon drin im BMW-Museum? Oh, gut, dann zeige ich es, weil es ist ja nur ein Drittel. Ist aber auch kein Wunder, weil in ganz China wird das BMW-Museum so publiziert, dass es die BMW-Welt ist. Also viele Chinesen und Koreaner kommen nach München und rennen dann sofort, weil sie das Museum sehen wollen, in die Welt, sind dann mittelmäßig enttäuscht und schaffen es kaum mehr, dann auf die andere Seite über der Straße drüben
Sie kennt sich ja dann aus dem München, also sogenannte Vierzylinder, das Headquarter, Ostflügel, Westflügel und die sogenannte Schüssel, gebaut von Karl Schwanzer von 69 bis 72, den Olympischen Spielen eröffnet. Eine beeindruckende Architektur und ein beeindruckendes Konzept, wenn ich das bei der Gelegenheit sagen darf. Jedes ATB-Projekt ist ein unikatäres. Jeder Gestaltungsprozess ist daher mit dem Moment des Übermuts verbunden, und wenn insgesamt noch mehr übermütige Ausstellungsgestaltung dazu kommt, dann braucht es entsprechend mutige Auftraggeber. Die hatten wir in dem Fall, brauchten aber 14 Entwürfe, um dorthin zu kommen, wo wir dann gelandet sind. Auch das gehört mit zum Business. Was Sie hier sehen, ist sozusagen das finale Modell. Jetzt komme ich mit meiner Maus da nicht rein, oder? Nee. Leider. Also was Sie jetzt links hier sehen, ist praktisch der Westflügel und dieser Appendix hier unten mit den soldatisch aufgestellten Fahrzeugen. Da ist die 7er-Reihe, das ist sozusagen eine Erweiterung unterhalb der Terrasse, die sich darüber erhebt. Die Schüssel ist auch in den Originalzustand wiederhergestellt worden, wie Karl Schwanzer das auch mal geplant hat, inklusive der Bespielung oben, die ich gleich noch zeigen werde. Aber vielleicht für Sie interessant, weil das sehen Sie dort natürlich nicht, wie es dazu kam. Das war die Situation, wie wir sie vorgefunden haben vor dem Bau, die Analyse, 1000 Quadratmeter bisheriges Museum, Erweiterung um 4000 Quadratmeter, also insgesamt 5000 Quadratmeter. Nebenbei das kleinste Automobilmuseum in Deutschland, zum Vergleich Daimler 17.500 Quadratmeter, Porsche 7.500 Quadratmeter, Opel früher 8000 Quadratmeter und Volkswagen, die Autostadt 90.000 Quadratmeter, aber da ist ja der ganze Park mit eingeschlossen. Und Sie sehen jetzt, wie wir eigentlich das Schwanzersche Prinzip, Peter Imbode hat in der Rezension über ihn geschrieben, es wäre die Schüssel mit seinen ganzen Windungen, mit seinen Rampen, die Fortführung der Straße im umbauten Raum. Und das hat uns sehr, sehr gut gefallen und daraus haben wir dann sozusagen unser Konzept entwickelt, um nicht zu sagen, wir haben das Konzept von Schwanzer fortgeführt in den Westflügel, wie Sie sehen. Hier gibt es eine Verbindung, jetzt, die es früher nicht gab, eben zwischen Schüssel und dem Westflügel. Wir haben dann im Einklang mit dem Denkmalschutz das ganze Gebäude entkernt. Die Fassade ist aber original restauriert worden, übrigens auch wie die Schüssel, also die zusätzlichen Anbauten sind entsprechend wieder abgebaut worden. Und wir haben dann sozusagen in Sphären, Bodies oder Häusern, wie BMW das jetzt nennt, eine Dauerausstellung von 4000 plus 1000 Quadratmeter temporäre Ausstellung gestaltet. Es ist das einzige Automobilmuseum, das ich kenne, das eben nicht chronologisch oder sammlungsmäßig organisiert ist, sondern nach den Marken- oder Firmenwerten. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass das Team mit so einem Konzept damals gestartet ist. Und ich finde es immer noch eine ganz tolle Sache und eine mutige Sache, das entsprechend so anzugehen. Da sehen Sie eben hier die einzelnen thematischen Bereiche, die abgeleitet sind von den Markenwerten der Firma. Ich sage nur zwei Aspekte, die Innovationspreise gewonnen haben. Einmal eben die sogenannte Mediatektur, da stammt der Begriff auch ein bisschen her, zusammen mit den Kollegen Art und Com aus Berlin entwickelt. Das sind die Urskizzen davon. Ich wollte immer, dass die Fahrzeuge, die jetzt zur Statik verurteilt sind, in Bewegung geraten können. Und das schaffen wir in manchen Szenen, indem eben das Haus sich in Bewegung setzt. Auch da kriegen wir Momente hin, die so illusionistisch funktionieren, dass man denkt, das Gebäude bewegt sich an einem vorbei. Besonders in den Spiegelungen der Karossen funktioniert das ganz gut. Wie kann man das erreichen? Es war ein Novum, also diese Art von Innenarchitektur, Medientektur, also Mediatektur, gab es in der Form noch nicht. Also wir wollten eben nicht, dass der Besucher Schatten werfen über Projektionen auf die Wände, sondern dass der Besucher selbst interaktiv, in dem Fall sogar reaktiv beeinflussen kann. Es gibt einen reaktiven
Modus. Und so sahen die frühen Skizzen dazu aus. Also die ganzen Flächen innerhalb sind mit einer dynamischen, bespielten Mediatektur belegt. Hier sieht man einen statischen Eindruck, es führt dann über in die Schüssel. Und da haben wir das fortgesetzt. Also was Sie hier sehen, eine Grafik, die ist natürlich removable, die kann man wieder wegnehmen, die ist nur drauf appliziert. Das sind die ganzen Markenwerte von BMW über 90 Jahre. Sie beginnen also unten in der Ausstellung eben mit den 1920er, 1930er Jahren und enden dann oben im Jetzt. Und was uns auch ein Anliegen war, Karl Schwanzer hatte schon vor, in seinem Entwurf dort oben eine Panoramabespielung zu machen, aber die Technik war noch nicht so weit und wahrscheinlich konnten sie es sich dann nicht leisten. Wir haben es dann realisiert, wie Sie hier sehen, 180 Meter ist die Abwicklung dieses Panoramas lang. Und Sie sehen, es ist hier eine typografische Gesellschaft, habe ich mir sagen lassen. Auch mit Typo kann man Raum erzeugen. Also gerade wenn man oben ist und den Film mal gesehen hat, also meine Lieblingsszene ist da, wo sich sozusagen die Markenwerte, die sich an der Brüstung nach oben winden, oben dann landen sozusagen in temporären Ausstellungsraum auf einer obersten Fläche. Diese Typo, die bewegt sich dann, die wird dynamisch und sie bildet dann neue Dimensionen und neue Räume. Das heißt, dass die Metapher war eben, dass man aus den Markenwerten eben neue Visionen kreieren kann. Und zwar nicht nur aus den neuesten, sondern auch aus den traditionellen. Und da sieht man eine Bespielung, das ist eher eine prosaische Bespielung, kann man nicht verdenken. Der vorhergehende Chef hat gesagt, vergessen Sie nicht, meine Herren, wir sind immer noch Autoverkäufer. Also deswegen gibt es ja auch die Modi, die sogenannten Verkaufsmodi, die interessanten sind allerdings, die dann immer. Und das ist natürlich, kennt jeder, der neue 5er BMW ist ja damit beworben worden. Was ich immer haben wollte, ist, dass man Design, Ideenfindung darstellen kann. Also ursprünglich war das ein Blatt Papier. Und ich finde, die Kollegen haben das dann wunderbar in diese Skulptur umgesetzt. Also was ich haben wollte, ist diese Flüchtigkeit des Zeichnens und des Bewegens und Veränderns. Und tatsächlich mit der Kugelskulptur können Sie alle Modelle nachbilden, alle Serien und alle Modelle nachbilden, die BMW jemals gebaut hat. Ja, und Sie erinnern sich an die Vertikalität in den sogenannten Häusern. Ja, ich habe früher mal auch einen leicht belächelten Spruch von mir gegeben und gesagt, erleben tun wir horizontal, reflektieren vertikal. Also das ist abgeleitet von einer Erzählung, auf die sich, glaube ich, auch Umberto Eco in seinem Namen der Rose bezieht, nämlich eine Betrachtung der Bibliotheken aus dem 15. Jahrhundert. Die Bibliotheken und auch heute unsere Bibliotheken sind entsprechend so aufgebaut, dass man eben in der Königshöhe relativ schnell an die Sachen rankommt und dann die Hierarchien sich nach oben ins Vertikale fortsetzen. Ja, und da sieht man jetzt die Bespielung oben, da sehen Sie alles Markenwerte, nichts ist da erfunden, nichts ist fake, es ist alles die Originalressource verwendet. Ein anderes Beispiel, erst kürzlich eröffnet, vergangenes Jahr, Dauerausstellung, das Scheepvaartmuseum in Amsterdam, für mich ein Novum und eine ganz wichtige Sache, dass man als Deutscher in Holland gestalten darf. Da gibt es ja nicht so viele, die das Glück hatten. Es war ein internationaler Wettbewerb, den wir gewinnen konnten. Und hier geht es um das Nationale Schifffahrtsmuseum in Amsterdam. Es ist ein Renaissance-Gebäude, das die frühere königliche Schiffswerft war, mit einer bemerkenswerten Sammlung an Schiffsmodellen, wie man hier sieht, die wir relativ simpel, aber doch effektvoll inszeniert haben, wie man hier sieht. Mit diesem Scanner-Monitor kann man dann drüber fahren und wenn man an der entsprechenden Stelle landet, kann man sich dann eben in die Geschichte des Modells einarbeiten. Filmszenen können darüber abgespielt werden, wie man hier vielleicht in der Animation nochmal sieht. Ich habe das bewusst mit eingebaut, weil das bereits Teil
des Wettbewerbsentwurfs war. Und Sie haben ja das Ergebnis gerade gesehen, es ist praktisch 1:1 so gekommen. Das Gleiche gilt für die sogenannten Figureheads, die wollten sie gar nicht ausstellen und wir fanden das unglaublich toll, welche Erzählstruktur in diesen Figuren steht. Wir haben die nur, Kollege, gucken Sie schon auf die Uhr? Okay. Ist es so, wie ich es erzähle? Ja, ist es so, wie ich es erzähle? Die Anekdoten dann heute Abend. Ja, wir haben da gar nicht viel gemacht. Wir haben mit maximalem Respekt die Objekte in die Vitrine gestellt, aber die sind so wahnsinnig geil beleuchtet, dass die Leute regelmäßig gegen die Vitrine knallen. Also die muss täglich muss die mehrmals gereinigt werden. Aber was wir gemacht haben, wir haben zwei kleine Projektionen am Anfang. Muss ich nochmal zurück. Also es wird wahrscheinlich ein heilloser Überzug werden, aber Sie sagen einfach, wenn ich aufhören soll. Und dann machen wir einfach einen Cut und machen das letzte Bild. Ja? So. Und heute Abend können wir es dann fortsetzen. Also wie man hier sieht, schauen manche in die Linke, nach links und manche nach rechts. Die Linken, die schauen in Schiffsrichtung, also in Fahrtrichtung. Das sind die sogenannten Figureheads. Und die anderen, das sind auch Figureheads, aber die sind zum Beispiel an den Balkonen und Balustraden gewesen. Und nicht selten sind sie nach Auslaufen der Schiffe abmontiert worden, weil sie so schwer waren, dass die Schiffe kaum mehr zu manövrieren waren. Die sind dann also unten praktisch als Ballast verstaut worden. Also Eichenholz und so, das ist ja nicht ganz leicht. Und diese Geschichte, die hat uns so fasziniert, dass wir praktisch zwei Projektionen gemacht haben. Einmal, wie ein Schiff nach draußen fährt, also vom Land weg, und gegenüberliegend, wie es sich vom Land entfernt. Das ist das Einzige, was wir einen medialen Einsatz dort haben. Aber es kommt gar nicht medial rüber, sondern das ist eigentlich die Schlussfolgerung dessen, was sich assoziativ bei uns im Kopf bilden könnte. Und wer es dann ganz brut haben möchte, der knallt eben gegen die Scheibe. Also die Kamera ist jetzt hier gerade schon an die Scheibe geknallt. Ähnlich, doch ganz anders im Bereich der Navigationsinstrumente. Ich muss sagen, wir haben nicht das ganze Haus gestalten dürfen. Wir haben 4 Galerien gewonnen und das ist die 2. Galerie, Navigation Instruments. Und wir haben sie ähnlich behandelt, respektvoll, aber mutig, wie wir denken. Was Sie zum Beispiel hinten sehen hier, Installationen, und zwar sind es kleine Leuchten, die in einer doppelten Wand versteckt sind und die tatsächlich interaktiv abrufbar sind. Also wenn Sie manche Instrumente eben berühren, hier über diese Panels, dann leuchten entsprechende Sternbilder, die mit diesen Instrumenten geschossen oder navigiert werden können, auf. Es gibt auch noch ein Buch, dass Sie blättern können, ein interaktives Buch, und dort können Sie Sternenkonstellationen abrufen. Der Raum ist auch geteilt in nördliche und südliche Hemisphäre und alles funktioniert noch nicht, muss ich gestehen, einfach aus budgetären Gründen, aber alle Kabel sind gelegt. Also man kann in Zukunft das System erweitern und tatsächlich sich durch den Raum navigieren. Was will ich damit sagen? Diese sogenannte Rekontextualisierung, grässliches museologisches Wort, das ist eigentlich das Spannende. Ich weiß nicht, warum die jetzt rüberkippt, wahrscheinlich, weil es so ein blöder Modus ist. Ja, ich gehe nochmal zurück. Will er nicht? Ist aber gemein. Okay, dann müssen wir es so jetzt hinnehmen, dann sind wir praktisch schon in der nächsten Abteilung in der Globensammlung. Aber vielleicht noch was zu den Instrumenten. Viele tolle Sammlungen, die stehen ja irgendwie ein bisschen doof rum. Und man muss ganz viel lesen, um hinter das Potenzial dieser Exponate zu kommen. Was wir versuchen, ist einen Zugang zu gewähren, und zwar möglichst intravenös. Deswegen gefällt mir das so toll, dass die Leute gegen die Scheibe rennen. Nicht, weil sie sich dann den Kopf schlagen oder die Finger oder so ein bisschen, sondern weil wir es vielleicht da geschafft haben, genau diesen Orchestergraben zu überwinden und den Leuten die Möglichkeit zu geben, einzutauchen in das Potenzial, auch in die wissenschaftliche Erkenntnisse, die ja meist groß und leseaufwendig dann an den Wänden platziert sind. Also neben der unmittelbaren und emotionalen Ansprache auf Augenhöhe ist es uns wichtig, die verschiedenen Aspekte eben einzubauen.
spielen und einen Zugang für die Besucher zu erlauben. Die Globensammlung, eine der ganz tollen in der Welt, übrigens über circa 400 Jahren haben die eine Globensammlung, auch hier zeige ich den Wettbewerbsbeitrag hier mit den Kollegen Cengiz Nöfs gemacht. Als Interface dient hier ein interaktiver Globus, der in alle Richtungen drehbar ist, in dem Sie sich 400 Jahre durch die Landkarten und Globenkarten seppen können. Aber, und das ist das Neue, Sie können den Globus von allen Richtungen betrachten, was Sie bei den Originalen nicht können, weil die ja eben entsprechend ihrer Achse aufgestellt sind. Das heißt, Sie können auch von Australien aus losfahren. Das macht mich immer ganz nervös, wenn ganz kurz noch Gemäldegalerien. Die Gemäldegalerie haben wir gewonnen zu unserer großen Überraschung und wir fanden es ganz toll, dass wir auch mal Kunst ausstellen dürfen. Sonst haben wir ja immer nur die schwierigen Fälle. Kunst ist ja sehr leicht auszustellen, wird meistens nur hingehängt. Sie sehen aber, das haben wir nicht gemacht. Und zwar haben wir die Kunst aufgestellt, beziehungsweise gehängt zwischen Boden und Decke und diese Wasserimitation und den Steg geschaffen. Die Geschichte dahinter ist die, 90% aller dieser Schlachtengemälde sind von den Malern live skizziert worden. Sie sind auf kleinen Schiffen mitgefahren während den Schlachten und haben skizziert. Und fast alle Gemälde, bis auf ganz wenige Ausnahmen, sind dann nachträglich an Land eben gemalt worden und das wollten wir ausdrücken. Ich finde es eine ganz fantastische Geschichte und eine der großen Seeschlachten hier, des Golden Age, das können Sie hier auch interaktiv nachvollziehen und sehen, wie zum Beispiel die drei Stadien, also es gibt zwei Vorstudien noch dazu, zu Veränderungen geführt haben, weil die Auftraggeber eigentlich etwas anders haben wollten. Und ich steppe jetzt ganz schnell durch. Wie viele Minuten habe ich noch? Helft mir, kommt. 10, gut. Jetzt hat jemand 10 gesagt. Noch zwei Aspekte. Das müsst ihr einfach wissen oder erfahren dürfen. Ein Projekt, das mich so komplett an die Grenzen meiner Vorstellungskraft gebracht hat. Das ist das Parlamentarium, das Besucherzentrum oder Informationszentrum des Europäischen Parlaments, wo wir uns mit wahnsinnigen Inhalten rumschlagen mussten. Das sind insgesamt 30.000 Inhaltspattern, also 30.000 Mal musste irgendwas gelesen werden, irgendein Inhalt in die Hand genommen werden. Es ist in einer Edeltiefgarage, in einem Haus, das gar nicht für eine Ausstellung vorgesehen war. Und jetzt kommt der Knüller. Diese Ausstellung ist in 23 Sprachen plus 4 Sign Languages. Das heißt, alle Europäer können in ihrer Muttersprache durch die Ausstellung gehen. Das war die Vorbedingung. Und wir haben extra ein System entwickelt, das basiert auf dem iPhone, sodass sie sich dort identifizieren können und mit ihrer Muttersprache eben durch die Ausstellung gehen können. Und so wird ganz trockene Flachware und trockene Materie, sehr viel Abstraktes, sehr toll und super erlebbar. Ich seppe jetzt mal durch, 60 Jahre EU, alle Parlamentarier sind ausgestellt, man kann live mit ihnen kommunizieren. Man kann über eine riesige interaktive Karte, über 200 Quadratmeter, grenzenlos explorieren und das erkunden, was das Europäische Parlament für Europa tut. Man kann einer kompletten Legislative beiwohnen, hier in einer Panorama-Inszenierung, das live gefilmt worden ist, in den drei Parlamenten, die wir haben. Und wir haben eine Exkursion gemacht mit einem Bus und sind durch ganz Europa gefahren. Und das System reagiert sogar auf Sie. Also wann immer Sie irgendwo in einem Raum sind, erkennt Sie das System und spricht Sie in Ihrer Muttersprache an. Und damit ich die 10 Minuten auch einhalte, springe ich jetzt hier gleich wieder raus und gehe zu einem anderen Projekt, was nun selbst mich als TU-Student komplett nervös gemacht hat. Das ist das CERN. Wer weiß, was CERN ist? Ja, Teilchenbeschleuniger. Mehr als im BMW-Museum waren. Erstaunlich. Ja. So, da geht es eigentlich um Übermut. Also Übermut nicht, indem man über die Stränge schlägt, sondern man braucht einen Übermut,
um mit diesen Physikern, Astrophysikern, Mathematikern und überhaupt eine gemeinsame Sprache zu nennen. Ich nenne das auch, den ersten Workshop nenne ich seitdem immer Debabelizing, also von Babel. Man versucht hier eine gemeinsame Sprache zu finden und ich muss zugeben, meine Physiknote war nicht die beste, deswegen behelfe ich mich dann immer mit historischen Metaphern, wie hier, das kennen Sie ja alle, so eigentlich eine Renaissance-Geschichte, stammt aber übrigens aus dem frühen 19. Jahrhundert, also wo es den Blick wo es den Blick rausgeht über die bekannte Welt und vor allen Dingen über die Scheibe hinaus ins Dreidimensionale. Und das ist der Raum, in dem das da stattgefunden ist, sogenannte Equilibre, hat schon mal mitgespielt bei der Expo 02 in der Schweiz. Und für die Architekten unter Ihnen, da sehen Sie es unten, links unten, dieser Raum wurde dann bespielt, so haben wir ihn vorgefunden, das war unser Entwurf rechts. Es geht um nichts weniger als die Darstellung des Urknalls und aller Versuchsanordnungen, die in 100 Meter Tiefe auf 27 Kilometern in dem Beschleunigerring dargestellt werden. Ich war selbst unten in der Zeit, wo man das noch konnte, jetzt kann man das ja nicht mehr. Und ich war so beeindruckt davon, dass wir gesagt haben, wir wollen etwas von diesem Feeling nach oben bringen. Und so sieht es dann aus, jetzt in dem normalen Modus. Und was wir unbedingt haben wollten, ist wieder dieser Zugang hier in Bereiche, die eigentlich sonst gar nicht zugänglich sind. Und was Sie hier sehen, das ist die erste sphärische interaktive Kugelprojektion. Das sind eigentlich Showcases, also da sind auch Objekte drin. Und da können Sie jetzt eine Webcam ansteuern, die unten in 100 Meter Tiefe in den Laboren eben verortet ist. Sie können sich in den Raum drehen, Sie können verschiedene Aspekte und Themen anspielen. Und wenn Sie dann noch Lust haben, das ist übrigens der gleiche Raum, dann können Sie wenig später an einer Performance teilnehmen, die dann 20 Minuten lang ist. Ich habe einen kleinen Ausschnitt gemacht. Das war eine Low-Budget-Produktion, übrigens eine der kostengünstigsten Projekte, die wir machen wollten. Mit nur vier kleinen Beamern haben wir einen Raumeindruck gezaubert, wie der Mark Tamschik, der aus einer kleinen Illusion, aus einem kleinen Flackern einen ganzen Raum gebührt. Ja, und mit dem letzten Bild möchte ich mich bedanken für Ihre Geduld. Ich weiß, es wird viele Fragen geben und noch viel mehr Projekte. Es gibt ein kleines Büchlein dazu. Es sind über 80 Projekte drin, inklusive der Philosophie, die ich Ihnen nur in Teilen sagen können. Das wird hoffentlich unser nächster Coup sein. Ein Pavillon, der keiner ist, auf der Expo 2012, dieses Jahr in Yeosu, in Südkorea, mehr darf ich dazu nicht sagen, aber es, glaube ich, wird relativ spektakulär.